Gut, dann sind wir hier auch fertig mit der heutigen Veranstaltung und es hat wieder mal nur einen kleinen Polizeieinsatz gekostet, sich das hier anzugucken. Ist dich doch mal den Rotz. Jetzt wurde ich gerade geknopst. Ey, der Kühlhof ist mich gerade gestoßen. Dann gucken wir uns mal das Palästinenser-Camp an. Servus, gehört. Mach mal einen Bogen drum. Warum? Geh mal außenrum. Warum? Gar nicht so schön zu sein, geh mal außenrum einfach. Wenn mir jemand sagt, wo ich lang gehen soll, hat er nicht das so. Geh mal da lang und dann gehst du einfach geradeaus. Geh einfach geradeaus. Okay, danke. Also man sagt mir jetzt schon, ich soll hier außen rum gehen, wo ich mir denke, hey, das ist ein Park. Ja, weiß Gott, mir wird hier niemand sagen, wo ich hier lang zu gehen habe. Und da steht man schon auf. Oh oh, und da werden die Regenschirme schon gespannt. Ah, was haben wir denn hier? Mach das mal bitte ab. Warum? Einfach. Wenn du mir hier keinen Grund nennen kannst, warum ich hier gehe. Ey, blockier mich hier nicht. Hallo, nee, was soll das? Woanders hin einfach. Was warum? Ist los? Was ist dein Scheißproblem eigentlich? Was ist dein Scheißproblem? Ich gehe hier in den Scheißpark. Leute haben keinen Bock auf dich, ganz einfach. Okay? Also, ich werde hier bedrängt von diesem Mann. Ich stehe einfach nur da. Ja, alles gut. Alles gut, gut. So, jetzt soll ich wieder hier bleiben. Nein, ja, geht außen rum. Geh außen rum. Wir wollen es nur kurz ansprechen. Von der Seite mache ich das. Er hat einen Presseausweis, wir kennen ihn, wir kennen seinen Kanal. Er darf das Camp passieren, er darf sich einen Überblick verschaffen. Sie dürfen ihn in seiner Pressearbeit nicht behindern, in den gesunden Abstand. Sie dürfen sich nicht körperlich gegen ihn lehnen, für keine Straftaten für Sie, genauso wie von keine Straftaten ausgehen dürfen. Wir begleiten das Ganze, also Sie müssen dem gewähren lassen, okay? Bekommen wir das hin? Ja, ich werde ihn nicht provozieren, keine Angst. Für Sie auch? Für die Versammlung? Ich suche nur jemanden, der mir sagen kann, worum es hier geht, das ist alles. Könnt ihr mir sagen, worum es hier geht? Niemand will mit dir sprechen. Warum nicht? Das ist Presse. Das sind 1700 Leute, die hier gerade zuschauen. Presse. Was ist rechts? Weißt du, was rechts ist? Nämlich nicht. Das sind nur Vorurteile. Ich kenne alle was. Deine Frage. Du bist sehr, wie heißt Frage. Das, voll mit Vorurteilen. Nicht blockieren, bitte. Nicht blockieren, bitte. Nicht blockieren, bitte. Nicht blockieren, bitte. In einem gesunden Abstand, es ist Pressefreiheit, er darf hier arbeiten, er darf sich hier bewegen. Sie halten bitte in eine Armlänge Abstand. Das ist aber ein Livestream. Ja, das ist Presse. Kommen Sie entgegen, wenn Sie den Weg benutzen. Ja, ich versuche diesen Weg zu benutzen. Okay, ich gehe mal außen rum. Guten Tag. Sehr gut. Ach, nee. Gucken wir mal. So, ich kann hier nicht vorlesen, worum es hier genau geht. Ihr wisst schon, dass euch das eher schadet als alles andere, weil ich versuche hier nur ein bisschen Licht in eure Bedürfnisse reinzubringen. Das, was ihr hier macht, ist natürlich echt kontraproduktiv für euch. Also da drüben haben wir den Zeltplatz. Das mit einer Regenbogenflagge sogar. Okay, das ist natürlich interessant. Die darf man natürlich nicht sehen, die Regenbogenflagge. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Alkoholkonsum. Okay. Vernünftig. Gegen den Genozid in Palästina, wir... Bitte, ich kann das nicht lesen. Also den Menschen hier scheint wohl die Sache in Palästina ziemlich egal zu sein, weil sonst würden sie hier eine Berichterstattung darüber nicht behindern. Interessieren, wirklich. Deiner Drecks-AfD-Waffe, Mann, hau ab. Wie bitte? Leute. So ein gesunder Abstand ist das hier nicht, Fräulein. Ja, Sie laufen ja auf mich zu. Ach so, stimmt. Dann gehen wir in die andere Richtung. So, wer läuft jetzt auf wen zu? Weiblich gelesene Person, Entschuldigung bitte. Also ich komme hier nicht durch, liebe Polizei. Ist dich doch mal den Rotz. Oh, jetzt wurde ich gerade geknopst. Ey, der Kühlhof ist mich gerade gestoßen. So. Einer weniger. Können Sie lange vielleicht hier vor Ort bleiben? Ja. Sie haben es gesehen, oder? Wir haben es gesehen. Gut. Wir waren doch alles entspannt. Was denn los? Wir gehen erstmal ein bisschen an den Rand, dass wir das vielleicht ein bisschen erstmal. Also, denkst du an mich? Dann können wir jetzt zu dem Schild laufen. Mal schauen, wie sich das jetzt gestalten wird. Und da kann ich
dir helfen. Ja, mit Abstand. Bueno, Junge. Ach Gott, es wird auch hier nur Schlese auf jeden Fall lang. Es kann auch sein, dass ein Meter Abstand ist. Ja, es ist ja gar nicht so einfach. Weg! Ich will zu diesem Schild. Wo ist es das Schild? Dann lassen Sie uns mal hier links bitte gehen, dass Sie das abfinden. Okay. Kommen Sie mal. 10, seid ihr mit dran bitte? Ja, 10, Kerl, einfach in der Hand. Ja, die Demonstranten hier werden auf. Kommen Sie, folgen Sie mir. Die Demonstranten versuchen natürlich ihr Möglichstes, mich hier davon abzuhalten. Die Kommunikation, Sie wollen quasi das Schild. Dieses Schild da, genau. Also da ist das Schild. Da ist das Schild. Auf da will ich nur hin. Ja. Ach Gott, ist das schwierig. Ich hoffe, diese Menschen schauen sich das hier nochmal an. Wissen, warum sie führen wollen, ja, darüber zu berichten, wenn nicht. Der Folge halten Sie sich bitte wieder im Ausbereich, ob Sie dann keine weiteren Probleme haben. Das ist so ein bisschen bin ich weg. Genau, der Kompromiss sehen wir jetzt. Ich hoffe, Sie bekommen es auch hin, hier zu kommunizieren. Alles klar. Also die Anmelderin der Veranstaltung setzt sich wohl jetzt gerade. Ich war doch sowieso nicht im Camp Inneren. So, das war dann wohl die Anmelderin der Veranstaltung. Gut. Danke für die 5 Euro. Für den Parkzettel. Es kostet leider keine 5 Euro mehr, das Falschparken. Wir sind eher bei 30. Inflation und so. So, meinst du das auch? Ja, ich würde ganz gerne hingehen. Ja. Sag mal, bis hierhin hingehen und dann nur so als Kompromiss. Also, Sie können auch 5 Meter machen. Also, ich guck mal, wie weit ich da sehen kann, was da drauf passiert. Liebe Palästina, liebe Palästina. Also, für die Veranstaltung war es ja auch. Gut. Ja, vieles ist auch ziemlich klein geschrieben. Das ist ziemlich klein geschrieben. Sie können rangehen, das abfilmen und dann bitte den direkten Campbereich dann verlassen. Okay. Palästina, Kurdistan. Entschuldigung, können Sie vielleicht sagen, was das hier steht? Nein, gut. Palästina, Kurdistan. Antifada, Serhil, Dan. Long live the resistance. Das ist auch alles selbst gemalt hier wahrscheinlich. Palästina, was ist da los? Wahrscheinlich für die Information. Frauen, Leben, Freiheit, Klassenkampf, wir sind bereit. Ja, die Queer-Flagge darf natürlich auch nicht frieren. Palästina, we'll be free. Resistance ist gleich love, abolish. We free Palestine! We free Palestine! We free Palestine! Stop the killing. Das ist das Endokondimission. Eine Melone. Gut, das kann man ja. Was ist das für eine Flagge? Die Bienen hat.
wer auch immer das gemalt hat, das ist schon schön. So, gut. Dann sind wir hier auch fertig mit der heutigen Veranstaltung und es hat wieder mal nur einen kleinen Polizeieinsatz gekostet, sich das hier anzugucken. Gut, also ich werde dann fertig, ich werde dann nach vorne gehen und nehmen, ne? Ja, ja. So, wenn es hier keinen mehr gibt, der was sagen möchte, würde ich gehen. Wenn hier niemand mehr etwas sagen möchte, würde ich gehen.